Mahlzeit. Hallo, willkommen zurück beim schwarzen Zwinkerauge. Immer noch der NRW-Bau 18 am Start und wir sind immer noch hier beim Kobold. Vielen lieben Dank für eure ganzen Zuschriften in den Kommentaren, wie auch via E-Mail. Es ist Wahnsinn. Euer Helferdrang ist cool, aber bitte daran denken, mich nicht tot zu spoilern, weil ich würde ganz gerne hier so ein bisschen Spielspeicher haben. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank, ihr habt mir einen Hinweis gegeben, dem werde ich jetzt nachkommen. Und bevor es aber weitergeht, möchte ich diese Woche noch ein paar Ankündigungen machen. Jetzt am Wochenende wird es leider nichts von mir, wahrscheinlich auch nicht von der Modelleisenbahn geben. Aber es wird in Richtung Eisenbahn was geben. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Seid da mal gespannt drauf. Und ich denke, morgen wird es soweit sein. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, die nächsten Let's Plays habe ich hier auch schon liegen. Da wird es auch alsbald schon was geben. Erst dachte ich, ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen kann. Und jetzt überschlägt sich alles wieder hier. Ist sehr interessant. Aber gut, wir sind immer noch hier. Warum habe ich die Kette hier? Oh, wie schlecht. Da hat man mir auch geraten, hier die Kette ihm zu geben. Ja, habe ich versucht, weil Kobolde wollen ja alles Glitzernde. Dann sollte ich die Kette wieder ganz machen. Ich habe sie ja selber erst kaputt gemacht. Und ja, insofern bringt das nichts. Also, im letzten Teil, der ja schon was her ist, hatte ich schon, soweit ich denke, schon die richtige Vermutung, weil er kommt ja einmal hier auf die Pflanze und einmal hier auf den Felsen. Oh, da müssen wir irgendwas machen. So. Jetzt ist die Sache, dass die Schleim produzierende Pflanze hier ja kein Schleim hier oder sonstiges Zeugs hat. Weil, Moment, war das, Moment, wer hat das gesagt? Ich glaube, der Kobold. Hey. Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Ja. Du sagst es. Eine Auckland-Orchidee. Glaub ihm nicht. Ein Schleimpilz ist sie. Schleimt alles voll, nachdem sie gegessen hat. Genau, schleimt alles voll, nachdem sie gegessen hat. So, und ich denke mal, das ist der zündende Hinweis. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass die was zu essen bekommt. Aber jetzt haben wir wieder das Problem. Was denn? Ich habe nämlich nichts. Außer dem Pfeifenkraut habe ich jetzt nicht wirklich was, was man essen kann. Und eine Blüte von einer Pflanze, glaube ich nicht, dass die Pflanze das isst. So, dann hat man mir gesagt, guck dir doch mal den Schmetterling an. Der ist ja hier drüben, aber außer Reichweite. Das muss die Lilienkönigin sein. Sie hat den sonnigsten Platz von allen. Hm. Den sonnigsten Platz? Man sieht, die Sonne kommt von rechts und die Pflanzen hier unten. Lass sie doch schlafen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Genau. Dann sagt ihm, ich soll irgendwie gucken, dass ich hier Schatten hinmache. Aber wie? Die Sonne kommt von hier. Gelehrter Herr? Seid ihr hier? Ach, bestimmt. Nur Schnee und Felsen. Von einem Versteck keine Spur. Aber ich habe hier nichts irgendwie mit Sonnenstrahl oder irgendwie sowas. Nichts. Hm. Die Decke vielleicht? Irgendwie irgendwo hier drüber? Nein, nicht darüber. Hier die rüber? Decke hält hier nicht. Ich brauche etwas Stabileres. Ah, doch gar nicht mal so verkehrt. Was ist mit dem... Die Lilienkönigin. Oh, schade. Oh. Der Sommerling. Oh nein, wir müssen ihn befreien. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Ja klar, dem geht's total gut. Oh, der kommt bestimmt gleich wieder raus. Ich glaube, sie hat den Sommerling gefressen. Unsinn. Doch, gefressen. Armer Sommerling. Ich glaube, sie ist noch dabei. Oh Gott, wie gewalttätig. Ich verachte Gewalt gegenüber Tieren. Arschloch. Ich hab den Sabber. Widerliches, glitschiges Sabberzeug. Auckland-Gewächs. Keine Tischmanieren. Okay. Ah ja, natürlich. Ich hätte gedacht, auf Was der... Was macht er da? Ich schaue nur... Gut. Das ist nämlich mein Lieblingsstein. Na sowas. Ich hatte gedacht auf die Pflanze, aber hier, ja klar, ein glitschiger roter Felsen. Wie widerliches Na okay. Ja, dann komm mal runter. Jetzt komm da endlich runter. Halt, dieses Lachen, das finde ich so furchtbar. Ah ja, aber so ein Kobold kann auch eigentlich fliegen, aber...
Oh, der hat eine Glatze? Garstiger! Das hat aber geplatscht. Ihr habt mein Pfeifenkraut verdorben. Es ist ganz nass, nass, nass. Und eine Glatze hast du ja auch. Was? Eine Glatze? Wo ist mein Hut? Mein Hut? Ja, wo ist er? Kobold? Der sieht aus wie so ein Mannequin. Wie heißt das Ding? Oder aus so einem Zirkus. Der sieht schon furchtbar aus. Ich hab dich gefangen, also führ uns endlich zum Feenforscher. Soll ich ohne Hut durch die Welt? Ich will einen neuen. Wo soll ich denn hier einen hernehmen? Oh, und neues Kraut für die Pfeife. Das will ich auch. Das habe ich. Hallo, wieso hörst du auf, dich mit dem zu unterhalten? Na, Kobo. Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. Warum bricht er die Unterhaltung immer ab? Feuerbeutel als Hut. Futterbeutel. Hier hast du einen Hut. Der ist mir zu schnöd. Ohne Kordel oder Schmuck dran? Ich geh mal deine Sachen suchen. Also unglaublich. Ich geh mal deine Sachen suchen. Ja, okay. Jetzt gut, dass ich die Kette schon zerschnitten habe. In einem Stück wäre es nützlicher. Warum kann ich die dann kaputt machen? Danke. Bitte. Sieht jetzt aus wie die zeremonielle Sackmütze des königlichen Jagdmeisters. Da hast du sie. Na, Kobold? Hier hast du einen Hut, noch mit Schmuck dran. Der riecht ja nach Pferdesabber. Aber mit feinem Zierrad über der Krempe. Noch schöner als der alte. Was war das denn gerade? Jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Nein, bei den Zwölfen. Keine Sache mehr. Verstehst du nicht mal ein bisschen Spaß? Sehr witzig. Also gut, gebt acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle. Sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Oh, nee. Was? Wieder ein Rätsel. Wo bin ich denn jetzt? Das war leicht. Hä? Wo sind... Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Die Höhle erinnert mich irgendwie an Indiana Jones 4. Ich weiß auch nicht warum. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Naja. Die Kerze ist... Okay. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Wieso ich? Und du stehst wieder rum wie 3 Meter Feldweg. Unglaublich. Nur noch Kohlen und Asche. Der Forscher scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Die Hosen hier? Eine sehr auffällige Zeichnung. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Dreh es doch einfach. Kann man nur so spritzstutzig sein? Ist doch wahr. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Also das Kunstwerk, von dem eben die Rede war. Oh. Es ist alles so, ich weiß nicht, einfach. Ich hätte jetzt gedacht, die Truhe wäre abgeschlossen. Aber es ist alles irgendwie so einladend hier. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann.
Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Unverständlich, damit kann... Oh nein! 1 mal 4, 4 mal 1, 3 mal 6, 2 mal 4, 4 mal 1, 2 mal 4, 5 mal 1, 3 mal 6. Ja. Oh. Spinnen, Lore mit Geröll und einem Hackebeil, Spinne. Was ist das? Keine Ahnung, und das sieht aus wie Diamanten. Pff, keine Ahnung. Glas. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Damit er wieder von irgendeiner fleischfressenden Pflanze gefressen wird. Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht der in einer Vitrine? Vitrine? Glas. Allerdings, das, genau das habe ich mir auch gerade gesagt. Ich komme nicht ran. Dahinschmeißen? Ich brauche nicht noch mehr Brandblasen. Keine Zeit. Schmeiß es doch einfach da hoch. Hoch? Nein, geh weg. Was habe ich denn sonst noch? Das. Ja, haben wir alles. Gut, dann gehen wir mal zum Kunst. Wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Ach ja. Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Da brennt nichts mehr, alles schon verkohlt. Die Blume würde keine 5 Sekunden brennen. Aber zum Anzünden vielleicht. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Es ist völlig verkohlt. Mist. Mir fällt dazu nichts ein. Jetzt hänge ich schon wieder, das kann doch nicht sein. Nori? Nori. Alles nachplappern hier. Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Zu nichts zu gebrauchen. Ich schaue mich mal weiter um. Ach so, das kaputt. Ja, natürlich. Du musst ihn befreien. Einfach. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Sag mal, geht's du noch? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Boah, ist das eine Zicke. Meine Güte, dann mach es wieder ganz hier. Dann mach es doch wieder ganz. Ja, genau. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Was ist sie denn jetzt so zickig hier? Ja, unglaublich. So, sie wird aber... Boah, Moment. Komischer Zitronenfalter hier. Moment, das... So weit weg. So ein Aufstand wegen ein paar Scherben. Allerdings. Irgendwas ganz machen, irgendwas ganz machen, irgendwas ganz machen. Na, da habe ich nichts von. Das Ding ist, was soll ich mit dieser Steintafel halt, ne? Das... Da muss der Forscher sein. Auf der Tafel steht etwas von einem Feenkunstwerk. Ja, super. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ja. Vielleicht. Nein. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Ja, gute Idee. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Natürlich. Bloß keinen Druck aufbauen. Ich bin hier also nun wiedermals gefangen. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Was soll ich damit? Verdammt nochmal. Ich hab doch hier nirgendwo, wo ich das benutzen könnte.
Eine Karte. Ja, ich hab doch hier eine. Vielleicht mit der Karte im Anschlag? Komm, wir gehen einfach. Nein. Nein, natürlich nicht. Man hätte jetzt auch einfach da mal um die Ecke gucken können, aber nein. Was ist da drin? Mach sie auf. Nein, mach ich nicht. Ich hab sie gerade zugemacht. Die Nische und die Schale kann ich benutzen. Warte mal. Nee, warte mal. Mit der. Da kommt doch dann der Zitronenfalter hin da. Das ist doch keine Vase. Ja, aber pass auf, der macht doch jetzt Licht. Ach. Siehst du? Oh, sieh mal. Ah. Ach, hey, was ist denn das? Oh nein, was. Tropfstein, 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 Tropfstein. Tropft rein, tropft um den Faden. Faden. Hä? Was zum Henker ist denn das? Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt ihr Schatten einen Ort auf der Karte. Hm. Also immer nur zwei Fäden. Das kann ja jetzt ewig dauern. Was suche ich denn hier? Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Ja. Fünf mal eins. Ja. Soll das jetzt etwa allen Ernstes ein Hinweis darauf sein? Einmal vier, vier mal eins. Die vor allen Dingen ja dann auch hier die Hinweise. Die haben ja mit dem, was wir jetzt da sehen, überhaupt nichts zu tun. Hm. Und wenn man hier irgendwie deuten könnte, was das ist, dann würde man auch vielleicht ein bisschen einfacher hinter die Lösung kommen. Aber ich hatte zuerst gedacht, das wäre eine Weltkarte, aber... Dafür sieht er ein bisschen zu komisch aus. Hm. Was ist das? Ein Spiel? Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden. Oh ja, Stalagmiten und Stalaktiten, das ist doch... Die einen kommen von unten und die anderen kommen von oben, oder? Ah, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guck mal, 3 mal 6 sind schon 18. 18, 18. 2 mal 4 sind 8. 18, 8. Spinn. Oder ist das vielleicht 1 mal 4 sind 4, 4 mal 1 sind 1. Vielleicht, dass ich oben den vierten mit dem ersten von... mit dem ersten von unten. So, und dann, Moment. 6 mal... Ja, aber dann geht das wieder nicht auf. 6 mal 3 sind 18. Tja. Oder von 6 nach 3? Aber Moment mal, wie viele Seile habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was soll das? Na, halt die Klappe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Was ist das? Mal nehmen ist Produkt, glaube ich. Genau, 8 Produkte habe ich, aber ich habe nur 6 Seile. Also kann es damit auch nichts zu tun haben. Sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Ah.
Oder der sechste. Freunde, das ist ja schon wieder ein Rätsel hier, was ich ja liebe. Wo man so zwei Fäden. Ja. Verdammt. Wo habe ich denn den anderen? Wie komme ich darauf? Hm? Ich muss das. Mein Kopf. Keine Zeit. Was hat der denn jetzt hier? Hier ist doch alles. Nur zwei. Verdammt. Och, Kingers. Geh mal weg hier. Was war das? Ach, das war das. Der Feenfrosch ist endlich der rote See irgendwo. Ja. Raus, wieder rein. So, alles auf Null. Da, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oben, 3 links und 3 rechts. Auf der anderen Seite habe ich hier vielleicht irgendwo Hinweise, die irgendwie darauf hinweisen. Weil wir haben ja hier zu jedem, zu jeder Zeile haben wir so ein kleines Bild. Aber dieses Bild erkennen wir hier nirgendwo drauf. Man könnte jetzt natürlich so lange ausprobieren, wie man hier lustig ist. Nur zwei Fäden, verdammt ich. Ach so, immer nur zwei Fäden. Ah, okay. Weg und weg. Moment, dann 1, 2, 3, 4 und unten die 1. 1, 2, 3, 4 und dann die, warte mal, die, Moment. 1 mal 4 sind 4. 4 mal 1 sind 1. 3 mal 6, 2 mal 4. Also das hier kann ja nicht sein, weil so viele haben wir nicht. Und das kann es auch nicht sein. Also 4 mal 1 sind 4 und 2 mal 4 sind 8. Aber so viele habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Ich weiß es nicht. Dreimal. Ja, die geht ja nicht dreimal sechs. 18 und die geht auch nicht. Einmal vier mal eins, zweimal vier, fünf mal eins. Aber wenn man es andersrum zählt, ist es auch Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 19, 10, warte mal. Einmal 5 hatten wir doch, oder? Einmal 5. Aber zweimal 5. Guck mal, hier Edelstein. Moment, was wollen wir? Den Feenforscher Edelstein. 3 mal 6 sind 18. 3 und... Warte mal. Oder einfach nur 5 und 1. Und die 3 und die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das würde ja auch da nicht hinkommen. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Na, geh mal. Hallo. Nur zwei. Ja, nimm doch hier mal weg. Ach so. So. Was ist, wenn wir den nehmen? Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen. Muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Schön, dass du das weißt. Weißt du, hätte er uns ja mal ein bisschen informieren können. Geht also, er jetzt? Zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts. Dann geradeaus. Dann einmal links. Nein, zweimal links. Dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Hm. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Oh, das... Warum habe ich das denn jetzt? Kaputt machen. Was soll ich denn jetzt kaputt machen? Irgendwann werde ich auch da... Denk nicht mal dran. Schon gut. Ton bricht. Soll... Das... Warum muss ich jetzt hier irgendwas kaputt machen?
Nuri kaputt machen? Ich hasse dich. Nein, tust du nicht. So ein Aufstand wegen... Ja, aber was hab ich denn davon? So ein Aufstand wegen ein paar Scherben. Muss ich hier? Ich glaube, ich weiß... Ach so, er weiß es, okay. Ich frage mich jetzt allen Ernstes, warum ich das da jetzt gerade hatte. Und wo soll ich das jetzt... Warte mal, mit der Kohle und da vielleicht drauf? Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Ja, natürlich. Chiron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. So, jetzt aber. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Na, endlich. Ja, Katze. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Chiron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Chiron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta, Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wander. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Na! Huh? Das darf doch nicht wahr sein. Rettet euch! Nuri! Du dumme Gans! Ach, Weiber. Was ist nicht an? Was macht sie? Oh, guck mal, anfassen. Und? Das findest du lustig. Frauenhumor. Freunde, ich werde mich mal um meine Katze kümmern. Bis zum nächsten Mal. NRW Boy 18, adieu.